Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung, heute an diesem Tag teilnehmen zu können. Ich habe die Aufgabe übernommen, aus der Sicht jetzt des Reisemarktes einen Blick auf unsere Bemühungen hier im Land zu werfen, auf regionale und Nachhaltigkeitsstrategien. Und habe mir gedacht, ich bitte einen kurzen Einblick, wie quasi Gäste oder der Markt darüber denkt, wenn wir uns in dieser Art und Weise mit Regionalität, Nachhaltigkeit und in unserem Fall auch mit Gastfreundschaft beschäftigen. Ein kurzer Überblick: Vorarlberg macht rund 8,5 Millionen Übernachtungen bei 2,2 Millionen Ankünften, 2 Milliarden Euro Umsatz, gibt rund 13.000 Menschen einen Arbeitsplatz. Und wir denken, dass wir zum einen in der Topografie einen großen Vorteil haben. Wir haben also ein sehr vielfältiges Landschaftsbild vom Bodensee bis zum Pitzbuin. Wir haben eine sehr günstige Lage in dieser Vier-Länder-Region und ich denke schon, dass wir sagen dürfen, dass wir durchaus ein ordentliches Qualitätsniveau anbieten können bei unseren touristischen Leistungen, dass wir eine Vielzahl auch von Aktivitäten in den Bergen anbieten können und dass das Thema der Architektur und des Kulturangebotes sicher so etwas wie eine besondere Auszeichnung für unser Land auch darstellt. Das Kulinarium und die Gastlichkeit ist einer der Faktoren, die uns auch immer wieder von unseren Gästen als beachtenswert bestätigt wird. Und zusammenfassen wir dann, also quasi das, was wir unseren Gästen sagen möchten, ist, dass sie ihre wertvolle Zeit bei uns auch intensiv erleben können. Die Bäume wachsen aber auch bei uns nicht in den Himmel. Es hat zwar eine sehr dynamische Entwicklung in unserem Tourismus gegeben bis Anfang der 80er Jahre. Da gab es dann auch den besonderen Drive im Tourismus, im Wintertourismus. Da hat dann der Winter den Sommer überholt, 82 ungefähr. Und dann gab es so eine Spitze Anfang der 90er Jahre. Da waren wir bei knapp 9 Millionen Übernachtungen. Und dann haben wir im Sommer eigentlich eine ordentliche Delle erlebt und so seit Anfang 2000, Mitte 2000 geht es wieder ganz gut, auch im Sommer bergauf. Wir dürfen jetzt nicht jammern, wir haben jetzt aktuell gerade einen der stärksten Winter erleben dürfen, seitdem wir Wintertourismus haben. Aber es geht ja nicht nur um die Anzahl der Gäste, die bei uns im Land sind, sondern es geht ja auch um die Frage der Wertschöpfung. Also wie gelingt es uns auch, das, was wir im Land anbieten können, auch unseren Gästen wertschätzend und damit auch wertschöpfend anbieten zu können. Wir stehen im Wettbewerb. Wir sind nicht alleine im Kampf um die Gunst unserer Gäste. Das ist für uns im Tourismusmarketing wichtig, ganz genau darauf zu schauen, wer sind unsere Mitbewerber, wie positionieren sich die, wo sind auch deren Stärken. Das haben wir Mitte 2000er Jahre intensiv auch gemacht und haben aus dem heraus dann auch versucht, unsere Stärken abzuleiten und unsere Fähigkeiten auch entsprechend sichtbar zu machen. Wenn man seine Mitbewerber analysiert hat, schaut man dann auch nochmal ein gutes Stück auf den Markt. Ein Beispiel, der deutsche Markt. Wir haben dort eine Bekanntheit von rund 73%, die mit dem Namen Vorarlberg mehr oder weniger etwas anfangen können. Dann muss man natürlich die nächste Frage stellen, ja, wofür ist man denn dann bekannt oder wofür ist Vorarlberg bekannt? Und wenn man den Namen Berg oder das Wort Berg im Namen trägt, dann ist es nicht besonders überraschend, dass uns zugeschrieben wird, dass wir gute Wandermöglichkeiten haben und dass wir tolle Möglichkeiten für den Wintersport haben. Der Manuel hat aber bereits was anderes angedeutet, nämlich das Thema der schönen Landschaft wird Vorarlberg besonders zugeschrieben. Was Sie da an dieser etwas komplexen Grafik sehen können, ist einmal der Punkt, den eine Annahme treffen für Menschen, die Vorarlberg den Namen nach nur kennen, aber noch nicht hier waren. Und auf der anderen Seite dann den dunklen Punkt, das ist der, wenn Menschen hier waren, also die Erfahrung gemacht haben und dann das bestätigen und sogar überbestätigen. Und das haben wir bei diesen Faktoren jetzt einmal schon deutlich gesehen. Also Landschaft ist ein ganz wesentliches Thema. Die gastfreundliche Bevölkerung, die Erwartungshaltung für Nichtkenner und dann die Bestätigung, wenn sie bei uns sind. Das gute Service und die ansprechende lokale Küche. Also es geht nicht einfach nur um Gastronomie im breiteren Sinne, es geht um die lokale Küche. Dann fragen wir natürlich unsere Gäste auch,
ja gut, wenn Sie jetzt schon zu uns gekommen sind, Sie sind hier, Ihr Grundmotiv wird klar sein, Sie sind entweder in den Bergen zum Wandern oder Sie sind in den Bergen im Winter zum Skilaufen. Das ist tatsächlich auch sind die Hauptmotive, warum man in die Berge fährt. Aber warum Sie das jetzt gerade in Vorarlberg machen wollen und nicht in einer anderen alpinen Region, das interessiert uns dann als nächsten Punkt. Und da sehen Sie alpine Mitbewerber im dunklen Balken und die roten Balken gelten für Vorarlberg. Das haben wir aus Temona, Gästebefragung Österreich, die periodisch durchgeführt wird. Warum gerade zu uns? Und dann sagen die Gäste, die hier sind, sie kommen deshalb zu uns wegen der Landschaft. Und das sagen sie zu 65%, während die Gäste in den anderen alpinen österreichischen Bundesländern das nur unter Anführungszeichen zu 48% sagen. Alle kommen zum Wandern oder zum Skifahren. Alle erleben Berge. Aber was den Gästen in den jeweiligen Ländern wichtig ist, das unterscheidet sich. Da gibt es sozusagen eine etwas andere Sensibilität. Zum Beispiel Landschaft. Die Gastfreundschaft ist den Gästen, die bei uns sind, deutlich wichtiger wie den Gästen in den anderen alpinen Bundesländern. Gesunde Luft, also gesundes Klima, gute Luft, regionale Speisen und Getränke ist den Gästen, die hier in Vorarlberg zu Besuch sind, wichtiger wie den Gästen, die in den anderen alpinen Bundesländern zu Besuch sind. Ortsbild, Stadtbild, also auch Ambiente, das, was man auch wahrnehmen kann, wenn man durch ein Land reist, was man sieht, was man spürt, ist unseren Gästen deutlich wichtiger wie anderen Gästen, den Gästen in den anderen Bundesländern. Und auch bei diesem ressourcenschonenden, verantwortlichen Umgang mit der Umwelt in der Region, die sind bei uns etwas wichtiger wie in den anderen Ländern. Also warum gerade zu uns? Und wenn Sie dann bei uns sind, fragen wir Sie auch, ja, und wie sind Sie dann zufrieden, wenn Sie hier sind, mit Ihren Erwartungen hierher gekommen sind und dann das vor Ort erlebt haben? Dann geben Sie uns Schulnoten und sagen, 1 ist exzellent, ist hervorragend und 6 wäre durchgefallen. Und da haben wir zu unseren Mitbewerbern beispielsweise die Schulnote 1,3 im Vergleich zu den Mitbewerbern, 1,6, also sind, wir schneiden besser ab bei der Gastfreundschaft, beim Ortsbild, beim Stadtbild, bei der Atmosphäre, beim Flair, bei dem Umgang mit den ressourcenschonenden, verantwortlichen Umgang mit der Umwelt und in der Gastronomie. Wir haben Stärken vor unseren Augen. Wir haben Stärken, die wir uns jetzt nicht nur regional einbilden und die wir uns wünschen und auf die wir unbedingt setzen möchten, sondern das sind Stärken, die vom Markt bestätigt sind. Und das sind Stärken, die uns auch zum Mitbewerb hin differenzieren können. Das sind Stärken, auf die wir weiter aufbauen müssen, auf die wir setzen müssen. Und deshalb war es uns wichtig, dass wir uns dann auch an Gäste bewusst wenden wollen in Zukunft, die diese Haltungen, diese Werte, diese Leistungen, Fähigkeiten auch besonders schätzen. Nicht jeder Gast ist gleich. Es gibt Menschen, denen ist es ziemlich egal, welches Lebensmittel auf ihrem Teller liegt. Es gibt Menschen, denen ist ziemlich egal, wie die Umgebung ihres Urlaubshotels ausschaut, Hauptsache der Liegestuhl ist bequem. Die gibt es auch. Es gibt aber auch Menschen, die für die Region, die sie ausgewählt haben als Urlaubsort, besonders aufmerksam sind gegenüber, die sie besonders wertvoll empfinden. Und das ist so diese Zielgruppe dieser Liberalintellektuellen, wo dort diese Eigenschaften besonders intensiv oder augenscheinlich vorhanden sind, die haben wir uns dann genauer angeschaut und da gibt es dann sozusagen so Profile dazu, was diesen Menschen besonders wichtig ist, worauf die besonders achten. Und wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, dann sind sie auf der einen Seite sehr aktiv Erholungssuchende, also nicht Liegestuhl, die wollen was unternehmen, unsere Berge eignen sich hervorragend dafür. Sie möchten aber auch angeregt werden, also sie möchten durchaus auch ihren Kopf ein Stück benutzen können in der Urlaubsregion, in der sie angekommen sind. Die möchten sich auch auseinandersetzen mit dem, was sie vorfinden und deshalb sind Begegnungen so wichtig. Und sie möchten aus diesen Begegnungen auch neue Erfahrungen mitnehmen. Sie möchten etwas für ihr Leben dazulernen. Und was uns natürlich auch besonders entgegenkommt, was uns sehr charmant vorkommt oder wir es so bewerten, ist, sie möchten Land und Leute kennenlernen. Es ist ihnen nicht egal, wo sie sind. Sie möchten mit uns etwas
zu tun haben. Und sie möchten auch ein Ambiente vorfinden, das auf authentische Weise auch die lokale Identität repräsentiert. Sie wollen keinen Fake, keine Bühne, keine Maske. Sie möchten das sehen und hören und schmecken, was es hier gibt. Und deshalb gibt es die Tourismusstrategie. Weil wir eben aufbauend auf diese wahrgenommenen Stärken, wahrgenommen die Bedürfnisse der Zielgruppen auch gesagt haben, dann müssen wir dranbleiben. Auf diese Stärken müssen wir weiterhin setzen, die möchten wir weiter, an denen möchten wir weiter feilen. Wie möchten wir das tun? Zukunft der Vorarlberger heißt selbstbestimmt zu arbeiten. Wir möchten die Dinge selbst in die Hand nehmen, auch dafür Verantwortung übernehmen und nicht warten, bis etwas passiert. Wir reden von dem Bild der Tourismusmanufaktur neben dem Bild der Tourismusindustrie. Wir möchten für Vorarlberg das Bild der Tourismusmanufaktur in Anspruch nehmen. Wir brauchen die Zusammenarbeit. Alleine in der einzelnen Branche, Tourismus in dem Fall, werden wir nicht so erfolgreich sein, wie wir das brauchen. Vernetzen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in unserer Strategie auch inhaltlich auf die Themen Gastfreundschaft, Regionalität und Nachhaltigkeit setzen. Dort stecken diese vorher skizzierten bereits Stärken drinnen. Wie kann man dann die Hebel finden zur Umsetzung? Wir haben unseren Strategieplan, Hans-Peter Metzler hat bereits einiges davon angesprochen. Diese Partnerschaften sind extrem wichtig, das Thema der Ausbildung, Schulen, die Partnerschaft mit der Landwirtschaft, Ökolandstrategie, aber auch Energieautonomie, die Kulturstrategie, das Mobilitätskonzept. Das sind wichtige Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, um auch den Tourismusstandort Vorarlberg weiterbringen zu können. Wir müssen in der Kommunikation schärfen, also auf die Themen setzen, die wir auch in der Tourismusstrategie zum Ausdruck bringen, ohne trivial plakativ zu sein. Das sind ja eher subtile Botschaften, die wir anbringen möchten. Und wir müssen mit unseren Gastgebern arbeiten, damit ihnen bewusst wird, was für Stärken sie jetzt schon haben und gleichzeitig auch, um aufzuzeigen, welche Potenziale sie noch haben. Und darüber wollen wir uns dann am Nachmittag unterhalten zu dem Stichwort Gastgeben auf Vorarlberger Art und euch ein bisschen näher bringen, was hinter diesem Projekt sich verbirgt. Danke. Wir kommen in die zweite Runde. Der Charakter ist ein sogenanntes Fishbowl-Format.